Begrüße euch, Zuhörerinnen und Zuhörer der Krone, und auch zu Hause ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Es ist wohl das erste Mal, dass ich Gottesdienst in einer leeren Kirche feiere, vor leeren Bänken stehe und keinen am Eingang und Ausgang begrüßen und verabschieden werde. Ein winziges Teilchen bringt die Welt aus den Fugen und führt dazu, dass wir all unsere Gewohnheiten umstellen müssen. Dass wir uns ganz neu überlegen müssen, wie wir Kontakt halten und aufnehmen. Wie wir uns gegenseitig stärken und uns nah sein können. Es ist gut und schön zu wissen, dass ihr heute Morgen zuhört und mitbetet und die Lieder mitsingen werdet. So sind wir uns trotzdem nah und in allem nah bei Gott. Und ich bin auch nicht ganz allein in der Kirche, sondern ihr habt schon ein Vorspiel gehört und ihr werdet auch noch mehr Musik hören. Meine Söhne Erdmann, Frithjof und Rasmus und mein Mann Uwe begleiten den Gottesdienst auf ihren Instrumenten. Und so lasst uns nun alle laut und kräftig das Lied Nummer 247 in den Gesangbüchern singen. Großer Gott, wir loben dich, die Nummer 247, die Strophen 1, 2 und 11. Laut will ich schreien zu Gott, laut zu Gott, dass er auf mich höre. Am Tag meiner Not suchte ich den Herrn. Meine Hand ist ausgestreckt des Nachts und ermattet nicht. Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott und seufze. Ich sinne nach und mein Geist will verzagen. Du hältst meine Augen wach, ich bin voller Unruhe und kann nicht reden. Ich denke nach über die Tage von einst, die längst vergangenen Jahre. Ich denke an mein Saitenspiel des Nachts, in meinem Herzen sinne ich nach und es forscht mein Geist. Wird der Herr auf ewig verstoßen und nie mehr gnädig sein? Hat seine Güte für immer ein Ende? Ist sein Wort verstummt für alle Zeit? Hat Gott seine Gnade vergessen? Hat er den Zorn seiner Erbarmen verschlossen? Und ich sprach, das ist mein Schmerz, dass so anders geworden ist das Handeln des Höchsten. Ich will gedenken seiner Werke. Will gedenken
ist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht unter den Völkern kundgetan. Mit deinem Arm hast du dein Volk erlöst, die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und erbebten, die Urfluten erzitterten. Die Wolken gossen Wasser, es donnerte das Gewölk und deine Pfeile blitzten hin und her. Rollend erdröhnte dein Donner, Blitze erhellten den Erdkreis, es erzitterte und bebte die Erde. Durch das Meer ging dein Weg und dein Pfad durch gewaltige Wasser, doch deine Spuren waren nicht zu erkennen. Wie Schafe führst du dein Volk durch Moses und Aarons Hand. Wir hören nun ein Gebet, das Wolf Biermann geschrieben hat. Wolf Biermann ist ein Liedermacher, ein Bürgerrechtler, und er hat dieses Lied, dieses Gebet 1968 geschrieben. In der Zeit, als in der ehemaligen DDR Menschen eingesperrt wurden und ihre Meinung nicht mehr äußern durften. Und dieses Gebet, das heißt Ermutigung, und es klingt trotzig und herausfordernd und ein bisschen so, wie Martin Luther einmal gesagt hat: Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen es allen zeigen. Dann wissen Sie Bescheid. Lasst uns singen die Nummer 843. Thank you.
Todesangst oder Frieden. Sogleich machte er sich auf und floh in die Wüste. Dort warf er sich unter einen Strauch, zu Tode erschöpft. Es ist genug, rief er. Ich kann nicht mehr. Herr, lass mich sterben. Ich bin auch nicht besser, als meine Vorfahren waren. Danach fiel er in einen langen, tiefen Schlaf. Doch plötzlich rührte ihn jemand an. Elia schlug die Augen auf. Da sah er einen Mann vor sich, einen Engel Gottes. Elia, sprach der Engel, steh auf und iss. Elia schaute sich um. Tatsächlich, da lag ein geröstetes Brot. Auch ein Wasserkrug stand dabei. Elia aß von dem Brot und trank das Wasser. Dann legte er sich wieder hin und schlief ein. Aber der Engel Gottes berührte ihn wieder und sprach, Elia, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da stand Elia auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. 40 Tage lang wanderte er durch die Wüste, bis er zum Berg Gottes kam, wo Mose einst Gott gesehen hatte. Dort zog er sich über Nacht in eine Höhle zurück. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Erschöpft und entkräftet lässt er sich fallen. Es ist ihm egal, wohin er fällt. Überhaupt ist ihm alles egal. In den letzten Tagen war es einfach zu viel für ihn. Sein ganzer Körper besteht nur noch aus Müdigkeit. Die Gedanken in seinem Kopf kreisen schneller als jedes Karussell. Nein, es ist genug. Er will einfach nicht mehr. Ja, solche Momente gibt es. Momente, in denen unsere Kräfte verbraucht und aufgerieben sind. Momente, in denen wir uns einfach irgendwo fallen lassen möchten, weil wir so erschöpft und ausgelaugt sind. In diesen Tagen der Krise, die uns und die ganze Welt in Atem hält, wird es vielen genau so gehen. Eine Ärztin, die so viele Infizierte behandelt hat, dass ihr die Augen im Stehen zufallen. Ein Pfleger, der so viele Betten vorbereitet, Kranke versorgt und Medikamente verteilt hat, dass er auf der Stelle einschlafen könnte. Aber es ist ja noch mehr als die Müdigkeit und die Erschöpfung. Es ist ja nicht nur dieser Eindruck, dass die Arbeit einfach kein Ende nimmt, weil immer neue Patienten Hilfe benötigen. Nein, es ist dieses Gefühl der Aussichtslosigkeit. Wir können alles versuchen, aber wir werden es nicht schaffen. Wer von einer solchen Welle der Aussichtslosigkeit und Resignation erfasst wird, der kann sich nur noch schwer davon wieder frei machen. Vom Propheten Elia wird eben das erzählt. Er hat sich für seinen Gott eingesetzt und gekämpft. Er hat alles gegeben und nun wird er von der Königsfamilie bedroht. Und deshalb ist er auf der Flucht. Tagelang ist er gelaufen, um zu entkommen. Und nun sind seine Kräfte am Ende. Nun kann er nicht einen Schritt mehr tun. Er sieht einen Wacholderstrauch und lässt sich unter ihm fallen. Ein tiefer Seufzer ist das Letzte, wozu seine Kraft noch reicht. Es ist genug, Herr. Ich will nicht mehr. Und mit diesen Worten schläft er ein. Das könnte das Ende
ihnen das Seufzen und die Erschöpfung nicht das Ende bedeuten. Wo wir schon einen Schlussstrich ziehen wollen, weil wir denken, nun ist es vorbei, das war's, da kommt nichts mehr, fertig und aus. An genau dieser Stelle geschieht das Wunderbare, das überraschend Wunderbare. In der biblischen Erzählung heißt es, und siehe, ein Engel rührte Elia an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Immer wieder bin ich überrascht, wie die Bibel einfach so geradezu unbefangen von Engeln erzählt, als seien sie das Normalste von der Welt. Und siehe, ein Engel. Doch offenbar braucht es diese Himmelsboten auf Erden, die das Erwartbare und das Wahrscheinliche durchbrechen. Engel sind Zeichen und Symbol für das Unerwartete, das manchmal gegen alle mathematische Wahrscheinlichkeitsrechnung, die ich in der Schule schon nie begriffen habe, tatsächlich geschieht. Auf einmal, wie aus dem Nichts, wie vom Himmel gefallen, ist er da, der Engel Gottes. Und vielleicht sehen wir sie oft nicht, weil wir falsche Vorstellungen von ihnen haben. Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien. Manchmal sind sie alt und hässlich und klein, die Engel. Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel. Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand oder wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel. Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel. Dem Kranken hat er das Bett gemacht. Er hört, wenn du rufst in der Nacht, der Engel. Elia wacht nämlich auf und hört noch die Stimme des gerade verschwindenden oder vielleicht sogar verduftenden Engels. Steh auf und iss, sagt er oder flüstert er. Und Elia schüttelt sich ein wenig, schüttelt den Schlaf und den Albtraum ab und öffnet ganz die Augen. Und was sieht er? Und Elia sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Mitten in der Wüste wird Elia mit dem Lebensnotwendigen versorgt. Brot und Wasser, das ist, wenn man unseren Alltag bedenkt, nicht gerade viel. Bei uns wären wohl Schokolade und ein Saft vom Fass oder ein Bier wohl das Mindeste, um uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Aber in der Wüste, in der es nichts gibt als trockenen Staub, der zwischen den Zähnen knirscht, da sind Brot und Wasser ein Festmahl. Und so sieht es wohl auch Elia. Er nimmt das Brot und isst sich satt. Er nimmt den Krug und trinkt ihn aus und schläft leichter ein, weil er so müde ist, weil das noch nicht ausgereicht hat, um seinem Lebensmut zu sterben. Nur den Körper versorgen, das reicht nicht. Das reicht noch lange nicht. Deshalb schläft Elia wieder ein. Deshalb überkommt ihn erneut der Schlaf des Lebensmüden. Und auch hier könnte die Geschichte enden, wäre sie ein Bericht aus der Zeitung. Aber die Bibel überlässt die Müden nicht dem Schlaf. Erneut ein zweites Mal erscheint der Engel, berührt Elia sanft. Vielleicht diesmal an einer anderen Stelle, sagt ihm wieder,
steh auf und iss. Und fügt noch einen Satz hinzu. Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Wieder Brot und ein Krug mit frischem Wasser für den Leib, aber diesmal noch mehr als das. Ein Satz, der nach vorne in die Zukunft weist. Du hast einen weiten Weg vor dir. Ich brauche dich noch. Mein Weg mit dir ist noch nicht zu Ende. Wenn der Körper alles hat, was er braucht, dann muss noch die Seele genährt werden. Wir brauchen Sätze, die uns innerlich satt machen und kräftigen. Sätze, die uns so erfüllen, dass unser Leben zu gut zurückkehrt, wieder bei uns einzieht. Du hast einen weiten Weg vor dir. Das könnte ein Satz sein, der auch entmutigt. Wenn unsere Kinder beim Wandern fragen, ist es noch weit? Und wir als Eltern dann sagen, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel Freude das bei den Kindern auslöst. Aber bei Elia ist es anders, weil es etwas Gutes ist, wenn wir nach vorne blicken und der Horizont weit und offen. Du wirst deinen Weg fortsetzen. Unsere Lebensgeister, diese so flüchtigen Gesellen, die brauchen die Berührung, die Stärkung und den Blick nach vorn. Und Elia stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Endlich. Elia stieg auf und setzte seinen Weg fort. Seine Verzagtheit und seine Müdigkeit hat er abgeschüttelt und abgelegt wie einen alten Mantel. Er ist wieder bereit, seinen Weg fortzusetzen, sich weiter einzusetzen. Er macht sich auf und geht zum Gottesberg, zu dem Berg, auf dem die Gegenwart Gottes fast mit Händen zu greifen. Und wir? Lassen wir uns stärken, berühren und ermutigen, unseren Weg, unseren steinigen, staubigen Weg durch die Wüste fortzusetzen. Es könnte sein, dass wir den sanften Luftzug der Berührung des Engels wahrnehmen, in der Berührung eines anderen. Es könnte sein, dass wir das für uns bereitete Mittagessen als wohltuende Stärkung empfinden. Und es könnte schließlich sein, dass wir die Worte der anderen als Ermutigung hören, uns weiter und wieder auf den Weg zu machen, zu Gott. Dorthin, wohin er uns führt, dorthin, wo wir gebraucht werden. Denn wer sagt denn, dass nicht auch wir durch eine sanfte Berührung, durch ein gutes Wort anderen zum Engel werden können? Denn es müssen ja nicht Männer mit Flügeln sein. Und wir hoffen, liebe Gemeinde, dass die vielen, die sich gerade entmutigt und erschöpft, abgekämpft und müde irgendwo fallen lassen, dass sie alle sanft und liebevoll geweckt und versorgt werden. Und dass dann ein gutes Wort sie wieder aufstehen lässt und sie zurückkehren an den Ort, an dem sie gebraucht werden. Ja, wir hoffen und setzen darauf, dass das Wunder des Elia in der Wüste sich wiederholt. An vielen Tagen und an vielen Orten, damit getan werden kann, was getan werden muss, damit die Müden wieder Mut und Hoffnung schöpfen für das, was vor ihnen liegt. Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Amen.
dir, Ubi Caritas. Das findet ihr in den Gesangbüchern unter der Nummer 813. 813. Gnädiger Gott, wir rufen zu dir in diesen Krisenzeiten und bitten um deine Kraft, du lebendiger und treuer Gott. Sei du bei denen, die sich im Kampf gegen die Krankheit einsetzen, bei den Krankenschwestern und Pflegern, bei den Ärzten und Sanitätern, bei den Fahrern von Krankentransporten, bei allen, die jetzt hilfreich zur Stelle sind, damit anderen geholfen wird. Wir singen gemeinsam Ubi Caritas. Unser tägliches Brot gib uns heute
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun lasst uns gemeinsam singen die Nummer 695. 695, so nimm denn meine Hände die Strophen 1 bis 3. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.